Hallo, ich bin Philipp Haas von InvestorSearch TV und in diesem Video geht es um Tencent Music Entertainment. Also nicht Tencent, sondern ein Tochterunternehmen von Tencent. Sie halten davon 55% und man kann es ein bisschen als das Spotify von China sehen. Sie machen aber noch mehr als jetzt nur, sag ich mal, das Spotify-Produkt, dass man einfach Musik hören kann über eine App, sondern sie haben auch Karaoke, Podcasts, Livestreaming und auch so Social Networks, also ist noch ein bisschen sozialer. Ist natürlich nicht das soziale Netzwerk von Tencent selber, aber die Leute können halt interagieren und man ist halt auch in diesem Ökosystem auch drin. Und auch von den Umsätzen ist es noch breiter. Man macht einerseits Geld über Abos, ja, dass man da Premium zahlende Kunden hat, Werbung, was stark wächst, virtuelle Güter, aber verkauft auch einzelne digitale Alben, also wie der iTunes Store früher. Aber man ist natürlich kontrolliert von Tencent als Hauptanteilseigner und natürlich auch von der Strategie ein bisschen abhängig. Und sie haben auch nicht nur eine App wie Spotify, sondern verschiedene: Kuku Music, Kuko Music, Kuvo Music und Wizing. Und wir sehen hier oben noch so ein paar mehr. Und sind da, haben auch eine sehr, sehr starke Marktstellung in China. Ich denke, Audio ist sicherlich auch ein Wachstumsmarkt. Allerdings ist Musik nicht ganz so groß, wie man manchmal denken würde, von der, sag ich mal, kulturellen Bedeutung. Aber gerade in China sollte es auch stark wachsen, weil halt doch auch Piraterie nimmt ab. Mehr Leute kommen in die globale Mittelschicht. Ne? Und kennt ihr vielleicht sicherlich auch. Der eine oder andere wird vielleicht früher im YouTube Music oder hat irgendwelche MP3s. Und irgendwann macht man auch Bequemlichkeit. Und natürlich auch, weil es komplett legal ist, Spotify. Und diesen Effekt sieht man auch in China. Das Problem ist eher, ihre Marktstellung ist so stark. Also je nach Zählung haben sie einen Marktanteil zwischen 75 und knapp 90%. Hauptkonkurrent wäre wahrscheinlich noch NetEase Cloud Music, dass der Staat halt auch irgendwann mehr gegen diese Monopole vorgeht. Da gibt es gerade eine Untersuchung und es könnte halt sein, dass diese drei Apps aufgespalten werden. Sie arbeiten zwar daran, dass sie mehr integriert werden. Trotzdem, das muss noch nicht mal das Allerschlechteste sein. Ist ja immer oft dann so als Horrorszenario ausgemalt, dass wenn die Firmen dann aufgespalten werden, dass das alles so schlimm ist. Könnte sogar sein, dass man halt dann drei einzelne Firmen hat, die natürlich auch alle was wert sind und vielleicht dann sogar noch freier agieren können. Aber per se ist natürlich nicht schlecht, wenn eine Firma eine starke Marktstellung hat. Und sie sind auch nicht ganz so abhängig wie Spotify von den Musiklabels, ja, die sie die Musikrechte haben, sondern sie pushen halt auch eigene Creator, die irgendwelche Konzerte geben oder sagen wir Karaoke singen und sind dann so ein bisschen breiter aufgestellt. Und je mehr Umsätze es gibt, desto besser sollte auch die Marge werden, die man dann an die Labels abgibt. Aber das ist sicherlich ein Unterschied zu dem Netflix-Markt. Bei Musik, da sind die Rechte halt einfach bei 3-4 Firmen und ich kann das auch nicht so gut selber entwickeln. Ne? Ich kann selber einen Serienauftrag geben, aber ich kann halt nicht nochmal eine zweite Taylor Swift klonen. Man kann es ein bisschen probieren, aber die Leute wollen dann doch meistens das Original hören. Von der Kultur ist natürlich, wie gesagt, kontrolliert von Tencent. Es gibt jetzt einen neuen CEO, der war da schon mal bei WeSing. Und man ist wirklich auch relativ da innovativ unterwegs. Allerdings beim Börsengang hieß es eher so, wir wollen so mit 30% wachsen. Das hat man in der Vergangenheit nicht ganz geschafft. Das Musikbereich, der läuft eigentlich ganz gut. Also da gehören zum Beispiel die Musikabos halt dazu. Also das ist ähnlich wie Spotify. Aber was sich nicht so gut entwickelt hat, wegen auch viel Konkurrenz, dieses Livestreaming-Segment. Da gibt es extrem viele Wettbewerber. Und da merken sie natürlich auch TikTok basiert ja auch viel auf Musik, ja, wo die Leute schnell durchswitchen und in China heißt das TikTok anders, aber das ist das gleiche Produkt, die Firma von ByteDance. Aber sie sind technologisch auch stark, zum Beispiel dieses Entdeckungsalgorithmus, da haben sie auch einen Preis gewonnen, dass die Leute halt personalisierte Musik vorgeschlagen bekommen und dadurch kann ich natürlich auch neue Stars aufbauen und bin da vielleicht dann weniger abhängig von den Labels. Bei Podcasts ist das natürlich auch so, deswegen geht Spotify da auch noch mehr in ein Segment. Oder man hat zum Beispiel auch eine App für Audiobooks, hat eine Zusammenarbeit mit China Literature, zu denen habe ich auch mal ein Video gemacht, die auch zum Tencent-Universum gehören. Aber nochmal ganz klar der Hinweis, dass man halt wirklich hier
unter der Kontrolle von Tencent liegt. Und sowas mag ich normal halt nicht, gerade wenn es eine Mehrheitsbeteiligung ist. Ich meine, was macht Tencent damit? Sie haben es an die Börse gebracht, übernehmen sie es wieder, macht nicht so viel Sinn. Verkaufen sie, na, dann heißt es, die wollen raus, es entsteht Verkaufsdruck. Also plus für Tencent ist es halt auch nicht so viel, wenn sie jetzt da ein paar Prozent verkaufen. Interessanterweise hält auch Spotify 8% an Tencent Music und umgekehrt ist auch Tencent Music Entertainment an Spotify beteiligt und auch an den Labels. Allerdings so mit 2%, also es ist nicht so kriegsentscheidend. Aber wenn wir uns hier so die Zahlen und die Produkte ansehen, das ist schon alles, sieht es gut aus. Ich weiß noch, als ich vor 8, 9 Jahren in solche chinesischen Internetfirmen investiert habe, sah das oft dann furchtbar aus. Das hat sich echt alles enorm entwickelt. Und sie erreichen halt extrem viele User. Also sie haben irgendwie 840 monatlich aktive Nutzer. Davon zahlen aber natürlich nur sehr, sehr wenige. Und natürlich ist auch ein Vorteil, dass man halt jetzt dieses komplette, sag ich mal, den Katalog hat, dass man fast alle Musik da hören kann. Wenn ich nur die Hälfte habe, dann mache ich lieber vielleicht wieder Piraterie, weil ich will ja, wenn, dann immer alles haben. Von den Finanzen schon angesprochen, der Anteil von den zahlenden Nutzer steigt, ja, man ist da jetzt schon so bei 60 Millionen, also zu der pro Quartal 5 Millionen zahlende Nutzer dazufügen, das ist schon extrem viel und die zahlen wirklich auch sehr, sehr wenig. Also da ist, glaube ich, langfristig noch viel Upside-Potenzial. Wir sehen unten, das ist nicht das Problem. Ja, diese Online-Music-Service, das wächst auch relativ stetig. Allerdings dieses Social Entertainment Services, das ist halt, wächst immer noch, aber weniger stark. Und gab es jetzt sogar zuletzt mal rückläufige Umsatzzahlen. Das natürlich für ein Unternehmen nie gut, weil es einfach sehr volatil ist. Ja? Dazu gehören halt diese, sag ich mal, virtuellen Güter und solche Sachen. Werbung entwickelt sich aber auch gut. Ja? Und das ist halt die Frage, wie sich das weiterentwickelt. Ist halt mehr ein soziales Netzwerk oder mehr ein Spotify. Aber man kriegt die Aktie halt auch nicht zu teuer. Insgesamt hat der Börsengang enttäuscht. Man ist mal auf einem ähnlichen Niveau. Die Aktie ist da mal stark angestiegen Anfang des Jahres und dann mit diesen ganzen Archegos, das ist ja so ein Hedgefonds, der pleite gegangen ist. Seitdem hat sich es halbiert, der war der hoch investiert. Ich glaube, das ist jetzt aber, sehen wir aber auch, gibt es eine gewisse Bodenbildung. Das kann natürlich auch noch lange weiter so laufen, aber wenn sie, glaube ich, hier operativ auch mal wieder was zeigen und es nach oben tickt, kann es ganz interessant sein. Jetzt war mein Fazit und Bewertung. Ich würde jetzt sagen, die Firma ist fair bewertet aktuell fürs nächste Jahr. Also der Gewinn ungefähr für die nächsten 12 Monate sollen so um die 50 Cent sein. Und ich glaube, man kann dann 26-fachen Faktor anlegen, weil sie einfach eine starke Marktstellung da haben. Der Umsatz immer noch wächst. Allerdings ist Herr Tencent natürlich noch ein bisschen mehr verdient, weil ich da halt die Mutter bin, noch breiter aufgestellt. Also da sind wir aktuell mit einem ganz geringen einstelligen Kurspotenzial noch unterwegs. Aber ich glaube, hier gibt es auch mal dann auf Sicht von 3, 4 Jahren schon ordentlichen Operation Leverage. Also da kann auch mal 1 oder 2 Euro Gewinn irgendwann dran stehen. Und dann wäre das natürlich ein ordentliches Aufwärtspotenzial. Trotzdem muss man sich halt überlegen, wenn man noch nicht Tencent hat, dann ist wahrscheinlich das die langfristig einfachere und sichere Variante. Kann man auch über Prosus machen, weil es hier halt immer diesen, sag ich mal, Principal-Agent-Konflikt gibt. Für mich ist also eine solide Aktie, die man kaufen kann, aber nicht muss.